Guten Abend. Ja, ich wollte mal erzählen über, ich habe gestern ja über das Trinken gesprochen, heute möchte ich über das Essen erzählen. Es ist unglaublich, was passiert, wenn man anfängt, achtsam zu essen. Also, ich habe sehr viel gelernt in diesem Kurs Sehnsucht und Hunger. Wende das an und es passieren Dinge. Also, was bei mir nämlich überhaupt nicht funktioniert, ist, wenn ich irgendwelche Konzepte verfolge oder Diäten oder was jetzt gesund sein soll oder selbst die ich Tiere so liebe. Ich kann einfach nicht nur aus Konzept kein Fleisch mehr essen, weil ich den Tieren schade, es zerbricht mir das Herz, aber wenn ich Fleisch essen will, dann will ich das. So war das bisher. Und jetzt ist aber was passiert. Ich fange an, ganz bewusst zu spüren, erstens, was will ich überhaupt essen? Wonach gelüstet es mich wirklich? In welche Richtung möchte ich heute, morgen, jetzt in diesem Augenblick was essen? Soll es mehr süß sein? Soll es salzig sein? Soll es scharf sein? Ist es was Breiiges, was ich Lust habe? Ist es was, was ich zerbeißen möchte? Zum Beispiel. Und wenn ich dann genau wähle und dann auch während dem Essen beobachte, wie schnell ich eigentlich satt bin, wie viel Hunger, echter Hunger da ist oder Lust, und so ein bisschen Lust gönne ich mir auch immer, dann fängt auf einmal an, etwas anderes in mir zu arbeiten, wie alles, was bisher gearbeitet hat. Also ich war heute einkaufen zum Beispiel und bin dann durch den Rewe marschiert und habe mir alles angeguckt. Will ich das essen? Habe ich da Lust drauf? Möchte ich das essen? Und ehrlich gesagt, bei den ganzen Fleischauslagen, boah, ich fand es eklig. Dieses rote Fleisch, diese Schweinelenden, was ich früher lecker fand und toll. Aber ich habe ein ganz anderes Gespür entwickelt. Ich möchte das gar nicht essen. Nicht, weil mir die Tiere leid tun und sie tun mir leid, sondern weil es mich nicht anmacht. Das ist keine Lust mehr, die dahin geht. Ich habe sehr viel mehr Lust, seit ich be behutsam und wachsam und achtsam esse, auf Grünes. Ich esse viel mehr Gemüse und viel mehr Obst als früher. Und ich esse zwar noch in kleinen Mengen Fisch mal oder ganz kleine Mengen Fleisch oder auch mal ein Ei, aber sehr, sehr wenig im Verhältnis zu dem, was ich sonst so esse. Ich habe viel mehr Lust auf Gemüse, Salat. Immer was muss was Frisches dabei sein, sonst schmeckt es mir nicht. Und manchmal auch was Süßes, aber so kleine Mengen, so eine kleine Praline oder sowas, das ist vollkommen neu und das ist mein Weg. Und ich wollte euch das mal auch vielleicht empfehlen. Die Achtsamkeit bedeutet wirklich genau hinzuspüren, genau hinzugucken, worauf hast du wirklich Lust und worauf hast du gar keine Lust. Ja, und das nimm ernst, weil dein Körper und dein Gefühl sagt dir eigentlich ganz genau, was du brauchst. Eine Erkenntnis, die sich wirklich lohnt. Das zum heutigen Tag. Und jetzt gibt's gleich was zu essen. Alles Liebe, tschüss.